Herzlich willkommen zurück bei Ground and Pound TV, hier bei GMC Nummer 17. Und an meiner Seite der mich überragende Hatef Moel, gerade einen super guten Kampf abgeliefert gegen Björn Schmiedeberg mit einem TKO in der dritten Runde. Eins der besten deutschen Schwergewichte aller Zeiten besiegt. Jetzt bei uns hier im Interview. Hatef, erstmal, wie geht's dir nach dem Kampf? Wie hast du dich gefühlt? Der Kampf war gut. Der Björn ist ein guter Kämpfer in Deutschland. Das war ein sehr guter Kampf. Ich hab mein alles gegeben. Danke an meinen Trainer, Ivan. Der Ivan-Trainer, der Tommy. Die haben mich gut bei UFC-Gym, die haben gute Vorbereitungen gemacht. Jeden Tag. Und das war ein sehr guter Kampf. Wir sehen, du ringst gerade noch ein bisschen mit Luft. Deswegen gebe ich die nächste Frage an dein Trainerteam. Wie war der Gameplan in Bezug auf Björn Schmiedeberg? Wie wolltet ihr vorgehen? Der Gameplan war genauso, wie es Hatef ausgeführt hat. Er hat schon erstmal abgewartet, dann hat er ein paar Fäuste gelandet, hat ein paar Takedowns ausgeführt, Ground and Pound. Und letztendlich war das der Erfolg zum Sieg. Jetzt war es ja so, dass du gleich schon von Beginn an einen guten Takedown gelandet hast, schon mit Schlägen gearbeitet hast, in der zweiten Runde nochmal dasselbe. Und in der dritten hast du ihn ja nochmal richtig mit Kraft zu Boden geworfen. Es gibt ja doch ein paar Leute, die dich nach deiner letzten Leistung in Polen ein bisschen kritisiert haben, dass dir die Luft fehlen würde etc. Glaubst du, du musstest jetzt vielleicht ein Ausrufezeichen setzen, dass du auch in der dritten Runde noch Gas geben kannst? Ich komme aus Ringen. Mein erster Dienst ist Ringen. Ich war Kindertag, habe ich Ringen gemacht. Und das war gut, aber das war das letzte Mal, habe ich bei KFT gekämpft. Ich habe ohne Vorbereitung, da habe ich gekämpft. Und dann wegen Konditionen und so. Und dann war ich nicht 100% fit. Aber bei nächsten KFC in Deutschland, ich verspreche euch, ich gebe mein Alles und ich gewinne 100%. Ja, also wenn man einen Hatef Moel in dieser Form sieht, dann Nino, Ivan und der Ugo, mein Partnergegner, und der Tommy und der Jim, UFC-Gym. Ich kann nächste Kampf bei KFC, ich kann mein Alles geben mit meinen Gegner Ugo, Teni und so, mit allen Freunden, anderen Freunden, Milad, Hamoudi, alle. Ich kann gut vorbereiten machen, nächste KFC. Ich gewinne 100%. Ja, in so einer Form bist du auf jeden Fall ein sehr, sehr schwerer Gegner für jedes Schwergewicht, nicht nur in Deutschland. Habt ihr denn schon Pläne, was steht für euch als nächstes an? Oder habt ihr vielleicht schon jemanden, den ihr im Auge habt vielleicht? Ja, müssen wir ganz klar sagen, Andreas Kaniotakis, wir wollen den Kampf um den GMC Schwergewichtsgürtel. Und ja, Hatef hat jetzt bei GMC eine 2-0-Bilanz, hat jetzt den Champion aus einer anderen deutschen Organisation geschlagen, den Björn. Björn hat gegen Kaniotakis unentschieden gekämpft. Das heißt, die logische Schlussfolgerung ist jetzt der Titelkampf bei GMC Hatef gegen Kaniotakis Andreas. Willst du da noch was hinzufügen? Geht alles gut. Ich kannte meinen Trainer, ich habe bei dem Vorbereitung gemacht. Der Lino und der andere Trainer, Ivan, der ist in der Kabine. Der kommt später, aber kann da auch nicht spielen. Ja, dann hoffen wir einfach mal, dass GMC das auch in die Tat umsetzt. Das wäre auf jeden Fall ein Hammer-Matchup um den Schwergewichtstitel. Hatef Moel vielleicht tatsächlich gegen Andreas Kaniotakis. Wir würden uns darüber freuen und die letzten Worte an dieser Stelle gehören natürlich dir oder euch. Danke alle, danke an Ground and Pound, danke an unsere Trainer, an unsere Sponsoren, an Pitbull, an Foodspring und ja, wir sind zufrieden und wünschen euch noch einen schönen Abend. Danke, wir euch auch. Danke für die Zeit. Ich wege mich Ugo, mein Gegnerpartner, komm Ugo, Bruder. Der ist auch ein guter Kämpfer, der will auch bei KFT kämpfen. Nächste, ich hoffe, der kommt bei uns. Ja, dann freuen wir uns auf deinen Einsatz, Ugo, und wünschen euch, feiert schön, habt einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Danke euch. Yeah.